Willkommen in der riesigen Welt von Jack 2. Wenn ihr den Vorgänger Jack and Dexter gespielt habt, dann werden euch solche hüpfigen Passagen wie diese hier relativ bekannt vorkommen. Das war ja nun ein klassisches Jump and Run. Jack 2 geht weit darüber hinaus und kombiniert Millionen von verschiedenen Spielelementen zu einem großen zusammengehörenden Ganzen und ist ein ziemliches Monster, was Umfang und Abwechslungsreichtum angeht. In diesem Video zeige ich euch mal einen kleinen Ausschnitt aus all den vielen Dingen, die man bei Jack 2 so machen kann. Was ihr hier gerade seht, ist Jack auf seinem Hoverboard, so eine Art Luftdüsen-Skateboard, das er irgendwann mal im Spiel bekommt und danach immer dann einsetzen kann, wann ihm danach ist. Wenn ihr also meint, ihr könnt irgendein Level besser lösen, indem ihr da mit dem Hoverboard rumschraddelt, könnt ihr das jederzeit tun, wann ihr wollt. Zentraler Ort bei Jack 2 ist die Stadt Haven City. In dieser Stadt könnt ihr euch frei bewegen und sozusagen von Auftrag zu Auftrag fahren. Das Ganze läuft ziemlich ähnlich ab wie bei GTA. Ihr seht unten auf der Karte ähnliche Symbole. Und genau wie bei GTA dürft ihr jedes Fahrzeug klauen, das irgendwo da rumfliegt und mit dem dann durch die Gegend schraddeln. Es gibt einen Riesenhaufen verschiedener Gleiter und zwei Flughöhen, auf denen ihr euch bewegen könnt. Ich fahre jetzt mal so ein bisschen durch die Stadt. Ups, da habe ich einen Polizisten erwischt, den sogenannten Crimson Gardisten. Und wenn das passiert, wiederum ähnlich wie bei GTA, geht die Verfolgungsjagd los. Ich habe aber einen kleinen, schnellen, wendigen Gleiter, damit ist es nicht so das Problem. Die können mir gar nichts. Es gibt verschiedene Stadtviertel, die sehen auch alle unterschiedlich aus. Und ich denke, das dürfte bei diesen Szenen deutlich werden, Jack 2 ist die absolute Grafikgranate für die PS2. Klasse Fernsicht, klasse Details, viele Figuren, super gemacht. So, mein Ziel ist dieser Nachtclub da vorne. Da zeige ich euch jetzt mal eine typische Zwischenszene, die die nächste Mission einläutet. Und vor allem ein Beispiel für die klasse deutsche Synchronisation. Da stand ich, Auge in Auge, mit 5 der schlimmsten Metallschädel, die man sich vorstellen kann. Schleim tropft aus Monstermäulern, Zähne schärfer als Dolche. Langsam umringen mich alle 10. Aber gebe ich vielleicht auf? Nein! Mit meinem enorm ausgeprägten Killerinstinkt greife ich an. Und als der Staub sich legte, gab es 20 Metallschädel weniger auf der Welt. Oh, Dexter, du bist unglaublich. Ja, ich weiß. Kratz mich mal. Was für eine Geschichte. Unser Kumpel Dexter neigt nur ein kleines bisschen zur Übertreibung. Die Story von Jack 2 ist übrigens klasse. Das Charakterdesign sowieso. Es gibt viele Nebencharaktere, die auch wirklich cool ausgeschmückt sind, glaubwürdig und die ganze Welt wirkt dadurch extrem lebendig. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Ich bin in einem komplett anderen Viertel und zeige euch ein anderes wichtiges Element bei Jack 2, nämlich das Schießen. Er kann also nicht nur fahren und hüpfen, sondern ist auch schwerst bewaffnet. Einen großen Teil der Mission verbringt ihr damit, Gegner über einen Haufen zu ballern mit vielen verschiedenen Wummen, für die ihr nach und nach Upgrades bekommt. So, mittlerweile haben wir kurzzeitig mal die Stadt verlassen und sind im wunderschön gestalteten Haven-Wald und jagen Gegner, die dummerweise getarnt sind. Das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig. Das Spiel hat übrigens einen realistischen Tag- und Nachtwechsel. Das heißt, je nachdem, wie lange ihr für einen Auftrag braucht oder wann ihr da hinkommt oder so, ist es mal so dunkel im Wald wie hier oder strahlender Sonnenschein. Sehr, sehr cool. Das Ganze war, wie gesagt, jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus all den Sachen, die man bei Jack 2 machen kann. Es gibt Crazy-Taxi-mäßige Missionen, wo ihr Leute abliefern müsst. Es gibt etliche Minispieleinlagen. Es gibt typische, knifflige Jump-and-Run-Einsätze, harte Missionen auf dem Hoverboard. Alles, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Eine kleine Warnung an unerfahrene Hüpfspieler. Es wird Frustmomente geben. Einige Missionen sind wirklich bockschwer, um die späteren Sachen zu sehen und all die kleinen Gags mitzukriegen, da muss man schon einiges an Geduld haben. Dafür wird man aber belohnt mit fantastischer Grafik, super Synchronisation, super Story, tollen Charakteren und vielen, vielen kleinen Gags und Ideen. Jack 2, auf jeden Fall einer der Pflichtkäufe des Jahres.